Ferien. Das Tagesziel heute heißt Meran. Wir nehmen die Route durch den Vereinertunnel und den Ofenpass ins Vinschgau. Am verlängerten Auffahrtswochenende sind wohl alle schon angekommen. Die Straße Richtung Kloster ist fast leer. Wir entscheiden uns für die Autoverladung durch den Vereiner Tunnel. Für Oski zahlen wir 34 Franken, also den Personenwagentarif. Wir ersparen uns damit die Fahrt über den Flüeler Pass und ungefähr 1000 Höhenmeter mit unzähligen Kurven. Kurven bekommen wir heute sowieso noch genug. Der Sattelschlepper machte das Auffahren auf den Zug zur Millimeterarbeit. Auf dem Zug bin ich froh, dass ich einen Kastenwagen habe. Mit einem normalen Wohnmobil wäre es deutlich enger. Ich kann mal da während der Tunnelfahrt in die Küche. Nach 20 Minuten Tunnelfahrt kommen wir im Unterengadin an. In Susch erreicht die Flüeler Passstraße das Unterengadin. In Zernetz biegen wir zum Ofenpass ab. Die Ofenpassstraße ist eine meiner Lieblingspassstraßen. Sie führt durch den Schweizer Nationalpark und verbindet das Münstertal mit dem Unterengadin. Mit 2149 Metern haben wir den geografischen Höhepunkt unserer Reise bereits überschritten. Die Ostseite des Passes ist deutlich kurviger und steiler. Die schwache Bremswirkung des Motors erfordert das Fahren bergab im zweiten Gang. Trotzdem muss man öfters mal die Bremse gebrauchen.
Kurz vorm Gesteier haben wir wieder Frühling. Wie in vielen Bergdörfern ist auch hier die Ortsdurchfahrt sehr eng. Das Kloster links ist Weltkulturerbe. Grenzübertritt nach Italien. Hier ist niemand. Vom Münstertal aus führt die Fahrt jetzt hinunter ins Vinschgau. So, wir sind in Meran, Campingplatz mitten in der Stadt. Stadtzentrum, circa 5 Minuten zu Fuß. Fahrräder haben wir auch mit dabei. Brauchen wir wahrscheinlich heute nicht. So sieht das dann aus mit der obligatorischen italienischen Warntafel. Schon schön staubig. WC-Gebäude sieht gut aus. Abwaschplätze und Ausblick in die Berge, Swimmingpool, Tennisplatz ist noch dahinter. Da haben wir sogar noch einen zweiten Kläffer. Zentrum. Ja. Schön dekoriert. Ich glaube schon. Also ich wäre jetzt für einen italienischen Kaffee. Jetzt gibt's Tomatenbrot. Sehr blumig hier. Ja, wir sind gerade den Sissi-Weg gegangen. Meran ist irgendwie auch ein riesiger botanischer Garten. Und die Innenstadt ist auch ganz nett. Mit einigen Einkäufen ging es zurück zum Campingplatz. Für den Rest des Abends habe ich die Kamera beiseite gelegt. Im nächsten Teil führt die Tour von Meran über das Würzjoch zum Praxer Wildsee. Eine sehr spannende Strecke.